Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls bei Skull of the First Sin. Ich glaube, Maya muss mal aufs Klo, oder? Schlechter Zeitpunkt, Mädchen. Muss sie sich wohl noch ein bisschen verkneifen. Wir sind jetzt mit dem Eisenschloss und dann machen wir hier auch jetzt mal weiter, ne? Okay, ich glaube, wir machen ein bisschen mehr Damage. Das ist gut. Ich habe schon gedacht, dass das jetzt kommt. Da kommt jetzt hier Waffenschmied Dennis. Also der Name ist ja mal, ne? Passt ja eher zu Dark Souls. Vor allem, du siehst ja auch aus wie so ein Waffenschmied, ne? Siehst ja schon so aus. Mach mal hier den Schild weg. So, erstmal hier ins Gesicht. Und jetzt darfst du sterben. Also mit der Lanze sind die ja eigentlich ganz erträglich, muss ich sagen. War auch mal schwerer. Gut, immerhin kommt der von ganz alleine. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass der da... Okay. Schon wieder Gamaschen. Ja. Jetzt... Au! Ey, es ist morgens. Kannst mich nicht so erschrecken. Ich habe da noch nicht so gute Reflexe. Ja, das ist immerhin schon mal nett, dass sie sich nebeneinander aufreihen. Letzter Part habe ich ja gemeint hier. Ihr braucht Blitzschweiß und so Vasen voll Wasser. Das jetzt sind zum Beispiel welche. Einfach reinrollen und ihr seht ja, jetzt ist man schon nass. Und dann, ja, wenn man über diese Lava-Brocken da draußen läuft, das hilft wirklich ungemein. Normalerweise würde ich auch hier empfehlen, seht zu, dass ihr langsam an denen hinlauft, denn ein Backstep, der hilft bei denen ungemein. Mir ist es nur allerdings momentan ziemlich egal, weil ihr seht ja zwei Hiebe mit der Lanze und das war's dann schon. Und da unten ist unser Ziel. Ich habe mir mal dreisterweise noch den dritten Slot mit einem Blitzspeer belegt. Alter. What? Danke. Und Moment. Oh nein. Wirst du nicht. Wirst du nicht. Und da kommt Nummer 3. Das war Nummer 3. Da habe ich jetzt wenigstens ein paar Aufladungen mehr. Ist ganz nett. Au! Verflucht! Ja. Moment, da ist ja noch was. Mehr oder weniger. Und dann geht's jetzt erstmal hoch. Ja, Eisenschloss halt, ne? Passt ja momentan zur Sommerzeit hier irgendwie, also auch. Naja. Oh, das. An der Wärme könnte es hinkommen. Könnte. Einigermaßen. Ziemlich genau sogar. Hier drin ist ein... Wie heißt der? Lebensring. Das ist halt eben dieser Ring, der die Lebensenergie ein bisschen erhöht. Ist sogar nur plus 1. Ganz ehrlich. Drauf geschissen. Im Ivory King DLC bekommt ihr den auf plus 3. Also, meh. Braucht man den hier nicht. Ich schmeiß den eh weg, weil ich zum einen nutze ich ihn den kaum und zum anderen jetzt muss alles Scheiße. Au. Jetzt muss alles schnell gehen. Genau, schnell, das ist das Gegenteil von oh Scheiße. Na komm, ihr müsst eben mit. Komm runter, genau. War das jetzt so beabsichtigt? Eigentlich nicht, aber es hat funktioniert. Ja, hier
zwangsweise müsst ihr hier am Rad drehen. Zweideutigkeit. genau, und dann könnt ihr hier aufmachen. Sind die jetzt schon hier? Nein, das ist New Game Plus, weil dann ist hier im New Game Plus da drin zwei Alon-Ritter. Rote Phantome angemerkt auch noch, also wenn schon scheiße, dann richtig scheiße. Macht das dann am besten, wie ich gerade eben, lockt ihr einfach da raus zu der Leiter ein bisschen. Ihr müsst ein bisschen locken dabei. Oh, verdammt. Ich fand es gerade cool, wie sie schon geschrien hat, obwohl sie noch gar nicht... Ja. Wie gesagt, es ist noch ziemlich früh heute und ja, okay. Hoppla. Ach, haben wir gleich. Haben wir gleich. Altes Spiel wie sonst auch. Wäre ja langweilig, wenn es einfach wäre. Und immerhin hat das ganze Krepieren auch seinen Vorteil, denn durch das viele Sterben wird die Chance drastisch erhöht, dass wir von den Verlassenen invasiert werden. Ich weiß nicht genau, wie sich das berechnet, aber zumindest habe ich die Feststellung gemacht, wenn du viele Tote stirbst, dann läufst du höhere Gefahr, dass ein Verlassener auftaucht. Ich würde es nicht schlimm finden, weil, wie gesagt, jeder Verlassene, der verreckt... Na? Jetzt kommt der von rechts, oder? Oder? Ja. Verdammt! Und nochmal Gamaschen! Warum hebe ich es überhaupt noch auf? Ich weiß doch, dass es Gamaschen sind. Hat er gemerkt, dass ich... Au. Au. Sie musste ja vorhin schon aufs Klo und... Ich glaube, die Frau ist langsam genervt. Komm her. Den brauchen wir eigentlich momentan nicht. Rüsten wir auch einfach mal den Sonnenring aus, weil... Der versteigt Wunder. Da habe ich letztens dran gedacht, nach der LP-Folge. Es ist jetzt nicht die Welt. Aber immerhin. Und wir sind ja für jeden Damage dankbar. So. Au. Stirb. Und ja, in dem eigentlichen Dark Souls 2... Nein, ich habe diesmal nicht Skull of the First Thing gesagt. Im eigentlich ersten Dark Souls, da waren das weitaus weniger Alon-Ritter. Und es waren... Bisschen chilliger hier durchzukommen. Nein. Oh, lass mich... Ach so, hab gedacht, nee, das waren dann wohl die Seelen. Wollte schon sagen, oh, lass mich raten. Gamaschen? Oh. Warum bin ich da jetzt weg? Genau deswegen, wegen dem Pfeil, weil... Ja, wenn der dich erwischt und... Meine Fresse, wie viel denn noch? Ja, danke. Noch ein paar. Haben wir bald die ganze Gewerkschaft versammelt, ja? Tot, tot. Oh, jetzt beeilen wir uns. Au. Stirb. Okay, warte mal. Ich hole mir jetzt erstmal meine Seelen. Dann gehen wir da rüber. Übrigens, damals, Original Dark Souls, hier war eine Lücke, genau hier, denke ich, wenn ich mich noch recht erinnere. Da musstest du drüber springen, die haben sie jetzt gefüllt. Ich hab's damals auch nicht verstanden, welchen architektonischen Sinn das haben sollte, dass da so eine Lücke war, aber... Hä? Bist du hergekommen? Back.
Ich denke, das müsste reichen. Ne, ich wollte jetzt einfach nur schauen. Nicht, dass mir dir dann irgendwie hier so noch zerbricht, weil das wäre schlecht. Hier brauchen wir nämlich dann die Lanze. Besser gesagt, jetzt gleich. Nein, und dieses Mal nicht. Gammaschen. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt wirklich mitgerechnet. Oh, wir haben ja noch keine Gammaschen. Oh, komm, geben wir uns mal Gammaschen. Ah. Ne. 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 Ja, haben wir gerade noch gemerkt, dass die Tür ja eigentlich dahin müsste. Ja. Es ist früh und ich bin noch ein bisschen. Machen wir erstmal Schmelze und dann schauen wir weiter. Weil ich möchte den Weg jetzt nicht nochmal laufen, weil bei meinem Glück fliege ich da jetzt runter. Und ich hoffe, man hört es gerade nicht, aber wir haben hier, es ist gerade ein bisschen. Oh komm. Wie gesagt, ich hoffe, man hört es nicht. Wir ignorieren übrigens einfach mal absolut Schmelze und ich erzähle euch hier, was draußen vor sich geht. Mach ruhig. Das ist übrigens jetzt hier ein Gegner, wo ich sagen muss, hier muss man schon noch selbst mit agieren, weil Lucy würde wahrscheinlich hier von Schmelze zusammengefaltet werden. Aber wir helfen der guten Frau ja. Und zwingendermaßen muss man jeden Kampf mit Lucy ja abschließen, ohne dass sie stirbt. Ich weiß nicht, wie die neuen Regeln sind, weil man kann sie neuerdings auch beim Weißen König beschwören. Ob sie nun einmal sterben darf oder ob sie wirklich immer noch überhaupt nicht sterben darf, ich weiß es nicht genau. Oh shit, nein. Nein. Oh, das war knapp. Trink. Trink. Danke. So. Mach's gut. Das war Schmelzi. Nicht weltbewegend. Aber kein Aber. Wird eigentlich absolut überschätzt, finde ich. Der Weg dorthin ist schlimmer. Ach so, und hier findet man einen ganz geilen Schild. Den Schweineschild. Der ist eine Anlehnung, soweit ich weiß, auf Epic Name Bro und ja, weil sein Avatar ist ein Schweinchen und das ist, ja, ich denke mal, das ist wegen ihm. Da gibt es nämlich noch was, das ein Querverweis auf ihn ist, dann ja, mal schauen, das sehen wir auf jeden Fall noch. Ja, ich setze mich jetzt noch nicht hin, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal aktiviert. Wir müssen ja da hier noch den Sprung machen, genau. Damals war da nämlich, also hier drüben, man musste diesen Sprung eigentlich machen, weil genau in dieser Leiche hier, an dem Skelett, fand man damals den Madeglot. Jetzt findet man hier nur noch einen fossilen Drachenknochen. Muss man nicht zwingend haben, finde ich. Damals war die Kiste die hier, da unten, war einfacher zu erlangen. Drin ist der Zweihänder und ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Ich ziehe den sogar dem Ultra-Großschwert vor, muss ich sagen. Großschwert heißt es ja nur. Ja, das hier aktivieren wir mal. Ich kann jetzt nicht versprechen, ob es reicht. Da habe ich wenigstens die... Habe ich eine? Habe ich natürlich nicht. Habe ich einen Pilz? Also nicht ich, sondern ich habe einen.
Ich weiß nicht. Nur das hier Ding, was ich vorhab, weil ich wäre gern da runter und wäre auf der Lava gelaufen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Übrigens, überraschenderweise, später findet man ja das Navlanz, oder besser gesagt, man bekommt es von ihm geschenkt. In dem Fall, ich habe noch nicht mal einen Resistenzring. Nee, das ist mir zu heikel, weil das wird ihm nicht reichen. Den holen wir dann noch später mal. Wenn nicht, schreibt's mal in die Kommentare, sollte ich es vergessen, aber ich denke, ich vergesse nicht. Wie gesagt, Navlanset, unbedingt mal drauf achten, wenn ihr zum Beispiel da unten jetzt hin wollt, oder halt allgemein auf solchen Platten da laufen müsst. Die Kapuze hat eine abartig hohe Feuerresistenz. Ich glaube, die ist sogar bald höher wie vom Schmelzer. Ja, den kennen wir ja schon, ich stelle ihn jetzt nicht mehr großartig vor. Hau mich nicht! An und für sich ist er wirklich so einfach. Ah, na komm. Partien ist er jetzt leider mal nicht, aber... Na? Man muss einfach nur an ihm dranbleiben. Seht ihr? So, und das umkreisen wir einfach und... Tschüss! Ja, und das hier war Lufferfolge. Zum... Wie oft mal? Fünften Mal? Oder so? Keine Ahnung. Ah, ja, nee, bleib ruhig stehen. Schon gut. Was ich nicht verstehe. Oh, noch was von Hauptmann. Wenn man jetzt Schmelz hier getötet hat, warum ist dieses Zeichen immer noch da? Hm. Vielleicht ist es nur ein Bug, weil eigentlich ist es doch... Na, wobei... Man macht es den Gengar Invader oder diesen Gengar Host schon ein bisschen sehr einfach, oder? Weil ich meine, oh... Jetzt warten wir einfach mal vom Schmelzer-Dämon-Nebel, bis ich invasiert werde. Und oh, halt, ich habe Lucadil beschworen. Oh, das wollte ich natürlich nicht, weil ich wollte den Boss machen. Hm. Ja, ja, genau, wolltest du. Mhm. Wolltest du sicherlich. Mit vier Freunden, weil er ist ja so schwer, wie man gerade gesehen hat. Man braucht ja beim Schmelzer so viel Hilfe. Würdest du bitte aufhören? Mach doch nicht den Boden kaputt. Der kostet euer Geld. Wir verlichten hier nur ein Parkett. Du sicher nicht. Na, ich auch nicht, aber trotzdem. Schau es dir mal an. Wie sieht denn das aus? Hör auf! Also, nee, jetzt mache ich auch nicht mehr. Nee, brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Habe ich noch? Ich wollte ja hier unbedingt her. Unbedingt. Lieber nochmal saufen. Dann geht's hier hoch und ja, sind wir schon beim nächsten Leuchtfeuer. Hm. Nächstes Leuchtfeuer. Hier drin ist zwar nur ein Donnerquarzring. Eigentlich auch totaler Schwachsinn, dass ich den jetzt mitnehme. Findet man auch später noch plus 3 im DLC. Also ich finde es mit den Ringen, das mit den ganzen Plus und Minus, oder halt mit den ganzen Plus-Versionen, das ist Quatsch. Hätten sie es einfach von vornherein gemacht mit einem Ring und hier, baff, fertig. War in Dark Souls 1 auch so, hat prima funktioniert. Aber hier diese ganze... Stussige Ringsammlerei braucht kein Schwein. Ach mein Gott, ich benutze den doch eh nicht. Gut. Was spricht die Zeit? Dann
Genau. Ganz vergessen, ich sollte hier mal ausmisten. Nutze ich eh nicht, weil wir haben die Lanze. Schade drum. Prügelbrett mit Schweinekopf wäre mal eine Idee. Ne. Oh, wir haben von beiden Hauptmännern die Rüstung. Das ist cool. Also, die beiden Hauptmannsteile. Oh, unsere Gamaschen natürlich. Haben wir noch keine. Und dann sind wir hier fertig. Und nee, das ist kein Gemecker, sondern offensichtliche Feststellung. So, und jetzt habe ich noch was rausgefunden. Allerdings, ich erkläre es dann jetzt gleich. Da ist jetzt ein einzigartiges, nennen wir es mal Phantom. Genau. Und zwar machen wir erstmal den hier. Müssen wir schon sehen. Genau. Die Hexe da, die jetzt auf uns zugelaufen kommt. Sie kann den schwarzen Hexenschleier droppen. Kann. Wird sie für uns jetzt vermutlich aber nicht machen, weil ja, die ist nicht, ne? Also ein ja, der Drop ist nämlich ziemlich selten und wenn man den unbedingt haben will, musst du ein Asketenleuchtfeuer benutzen. Das respawnt unter anderem alle Feinde hier, sprich die Zwerge, die das geringste Problem mit sind. Wobei, wenn man da ein paar Asketenleuchtfeuer verbraucht hat, dann werden die auch ziemlich nervig. Der hier kommt dann auch wieder. Der auch nichts droppt. Und ja. Es ist ein bisschen nervig, weil man bekommt ihn halt leider nur auf diesem Weg. Dir ist das Invasion aber auch ein bisschen bald eingefallen, oder? Ja, was ich sagen wollte. Hätte man den bekommen. Ich weiß nicht, ob das damals so war, aber ich glaube nicht. Damals war der Schleier nämlich einfach so ein seltener Gegenstand, wo man halt eben stolz darauf war, dass man ihn hatte. Neuerdings hat er die Fähigkeiten von der Hüllenhaut. Und Hüllenhaut ist eine Maske, die eben das Gesicht eine Hülle imitiert. Und die gibt euch Immunität gegenüber Verfluchen. Weil sie 1000 Fluchabwehr hat. Und das heißt dann so viel wie, ihr seid immun. Also die Leiste füllt sich nicht mehr. Selbe Fähigkeit hat der Hexenschleier. Hat auch 1000. Ich glaube, damals hatte er das nicht. Und das ist ziemlich geil. Also spätestens bei später halt. Also ich sage jetzt nicht wo, aber später ist der auf jeden Fall, wäre der cool gewesen. Die Höhlenhaut tut es allerdings aus, sieht halt nur nicht so toll aus, weil es halt, ja, man sieht halt aus wie ein runtergeranzter Penner damit. Okay. Nochmal Zwergen kloppen. Au. Und das Nervigste an diesen Zwergen sind auf jeden Fall immer Pfeil und Bogen. Echt nervig. Ja, und ich weiß nicht, ob hin links neben der Leiter jetzt so ein Einfallspinsel oder irgend so ein Gewürz vergessen, aber ist egal. Ich halte eh nicht viel von so herabsitzen von Zaubern. Und ja, die Folge heute wird wohl ziemlich lang. Aber ich wollte das unbedingt noch mit einbauen, dass das hier einmal geklärt ist. Und ich kann dann in aller Ruhe meinen PvP-Part aufnehmen. Also der kommt noch extra, denn der wird nicht so mit ins LP eingebaut, sondern wie gesagt, der letzte im Mondturm, da habe ich auch separat eine Folge aufgenommen, also ja. Und hier haben wir übrigens einen Geheimgang. Gehen wir einfach mal rein. Wenn ich richtig weiß, ist das der große Geistbaumschild und das Schwert des Schwarzen Ritters, oder? Genau, die Glocke und der Geistbaumschild. Und was haben wir da? Großschwert des Schwarzen Ritters, genau. Das Design des Schwarzen Ritterschwerts haben sie ein bisschen geändert. Finde ich ein bisschen blöd. Ich fand das damals eigentlich ziemlich geil. Aber gut. Man will ja gut ausschauen. Hier.
Und den legen wir wieder an. Und jetzt sage ich mal, verabschieden wir uns für diesen Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir müssen uns beeilen, weil die Maya muss immer noch auf dem Klo, ne? Also nicht vergessen hier. Also bis zum nächsten Mal.